Attilion Muliki in der blauen Ecke gegen Dennis Uzun, der von Turgay Uzun trainiert wird, auch ehemaliger Profiboxer. Meine Damen und Herren, die Kämpfer sind bereit, der Referee ist bereit. Die Frage ist, seid ihr auch bereit? Geht's jetzt los, beide mit viel Alarm in den Ring gekommen. Ring frei, schauen wir jetzt mal, Runde 1. Was jetzt hier bei rumkommt. Etwas schwerer als die gerade. Mal schauen. Attilion Muliki gibt sein Debüt hier. Dennis Uzun hat schon ein paar Showkämpfe hinter sich, zwei sogar erfolgreich gestaltet. Muliki relativ locker auf den Beinen. Arbeitet mit der Führhand. Soweit ganz gut aus. Kampf auch angesetzt auf 3x2 Minuten. Oh, da kam er schon mit der rechten einmal durch, aber schluckt Uzun weg. Reichweitenvorteile natürlich bei Muliki. Oh, jetzt einmal die wilden Schwingern durchgekommen. Schön jetzt sich gelöst und Uzun in der Ecke gehabt. Der jetzt so tut, ne, als würde er das locker abschütteln, aber hat er auch gemerkt. Ja, hat er ein Problem ranzukommen. Der Muliki auch mit seiner Reichweite weiß er gut einzusetzen. Uzun muss halt explosiv reinspringen und Muliki überraschen. Ja, und da bleibt es meistens bei diesen wilden Angriffen. Haben wir jetzt zweimal gesehen, aber schön durchgekommen jetzt auch links, rechts. Muliki. Ja, schön vom Körper jetzt auch. Klasse. Ja, erste Runde würde ich Muliki geben. Aber mehr gemacht. Verzichtet auf den Stuhl, hat er schon angezeigt. Braucht er nicht. Turgay Uzun jetzt wird gestikulieren, schon Anweisungen gibt. Nicht so rund. So, hat für mich die erste Runde gewonnen, Attilion Muliki. Schauen wir uns mal die zweite an. Assistent bitte aus dem Ring. Ring frei für Runde 2. Ich habe keinen Gong, geht schon los. Jetzt geht der Gong. Ja, genau. Da musst du selber lachen. Ja, jetzt dann manchmal doch bei den Showkämpfen an reibungslosen Abläufen. Aber ist am Ende ja egal. Soll ja die Leute unterhalten und das tut's. Ja, kommt auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Biss raus. Uzun bewegt sich jetzt gut. Trotzdem kann er jetzt den Schaden da nicht abwenden. Probiert ihn zu locken, lässt die Deckung extrem tief hängen. Oh, knapp das Ziel verfehlt, die Overhand Right von Muliki. Jetzt wird Dennis Uzun explosionsartig zu überfallen. Muliki hat sich dabei wie in Runde 1 wieder gut gelöst und dann hat nachgesetzt. Das gefällt mir extrem gut bei Muliki. Hier echt sauberen Kampf abliefert. Auch technisch ansprechend. Head Movement, ja, wie ein statisches Ziel bieten. Und da explodiert er am Mann. Ist nicht so die Hammerbomben durch, aber Aktivität. Dann 30 Sekunden noch.
Runde geht wieder für mich bisher an Muliki. Ja, drauflehnen, dann muss unterbrochen werden, ist klar. Das ist die letzten 10 Sekunden. Also, da kommen wir nochmal klar durch. Ja, zweite Runde auch für Michael Muliki. Kommen wir gleich zur letzten Runde. Die Reichweite ist einfach, die Reichweitenvorteile sind für Muliki einfach zu groß. So, 10 Sekunden noch. Assistent wieder aus dem Ring. Ring frei. Für Runde 3. Von mir, meiner Warte aus müsste jetzt Usun einiges riskieren. Oh. Ja, hat er sich revanchiert. Richtig so. War ein bisschen überambitioniert. Von Atelier Muliki. Ja, wieder durchgekommen, Muliki. Einer ist irgendwie immer mehr drin bei ihm. Vorne zu kommen. Ja, lässt die Hände unten, aber müsste eigentlich was tun. Ist aber darauf angewiesen, dass Muliki nach vorne kommt. Kann selbst eigentlich nicht agieren. Eine große Reichweite. Muliki weiß auch die ganze Zeit, seinen Jab relativ gut einzusetzen. Zeit. Ja. Usun kommt so nichts. Muss halt immer warten, dass Muliki angreift, um dann wie einen Konter zu setzen. Wartet dann aber auch jetzt hier zu lange. Da müsste mal was kommen, müsste sich mal trauen. Die ist nach Punkten hinten. Gut rausgearbeitet von Muliki. Und da ist er auf dem Boden. Usun in die neutrale Ecke. Genau, jetzt kriegt er Standing Eight Count. Zählt auch ein bisschen langsamer. So, jetzt geht's weiter. Wird er nicht überpacen, das wird ihm den lockeren Punktsieg, ja, dann den deutlichen Punktsieg einbringen. Und, ja, doch ein sehr ansehnlicher Kampf. Mir gut gefallen als Showkampf. Oh, wieder am Boden. Muss angezählt werden. Muss angezählt werden. Er war mit dem Handschuh am Boden. Wurde er nicht gemacht. Ja, und er hat alles richtig gemacht. Ne? Erst wenn der Ringrichter dazwischen geht, wird gestoppt. Ne? Protect yourself at all times. Alles gut. Wird für mich für einen klaren Sieg für Atiol und Muliki hinauslaufen. Aber es war ein wirklich sehr ansehnlicher Kampf von beiden. Es hat Spaß gemacht. So, die Kämpfer bitte in die Mitte zum Urteil. So, jetzt kommt das Urteil, sind wir gespannt. Doch, doch umgedreht, jetzt gehen wir wieder in die andere Kammer. Diskussion jetzt in der Ecke, aber doch einstimmige Entscheidung. Sieger in diesem Showkampf, die normalerweise unentschieden gewertet werden. Aus der blauen Ecke, Artilion. Völlig verdient, klasse Kampf, beide schön gemacht. Und ja, herzlichen Glückwunsch, wir sehen uns gleich im dritten Kampf.
So, Peter. Ich glaube, wir haben, bleib hier. Ich glaube, wir haben einen großartigen Kampf gesehen. Wir fragen das Publikum. Ich möchte mal noch einen Applaus hören für beide Kämpfer.